Mittelständler zu Hause, die Sie alle kennen, Marr, Otto Bock, Carl Zeiss, die nicht nur auf dem europäischen Binnenmarkt eine große Rolle spielen, sondern globale Spieler sind. Oder Sartorius hat auch die Zeichen der Zeit erkannt und auf Biotechnologie gesetzt. Und mittlerweile spielt Sartorius in der ersten Wirtschaftsliga im DAX. Das Unternehmen hat sich auf die Fahnen geschrieben, sein Geschäft bis 2045 vollständig CO2-frei zu machen, 100% erneuerbare Energien. Oder schauen wir in den Norden, Niedersachsen. Kein anderes Bundesland produziert so viel Energie aus Windkraft wie Niedersachsen. Darauf können wir stolz sein. Wir haben gute Voraussetzungen. Halten Sie den Abstand von Aber liebe Freundinnen und Freunde, wir wissen auch, dass die Energiekosten müssen weiter runter. Bessere Digitalisierung, besserer Zugang zu Kapital. Und wir müssen unseren Unternehmen weniger vorschreiben und ihnen mehr vertrauen. Das heißt dann auch weniger Bürokratie, einfachere Verfahren, schnellere Entscheidungen. Und deshalb will ich auf europäischer Ebene 25% aller Berichtspflichten für Unternehmen streichen, und zwar ersatzlos. Und was unsere Unternehmen brauchen, das ist Technologieoffenheit und faire Wettbewerbsbedingungen. Es kann nicht sein, dass wir hier in der Europäischen Union hohe Produktstandards haben, und das ist gut so, denn es geht um die Gesundheit von Menschen, und gleichzeitig kommen Unternehmen von außen auf unseren Markt und schwemmen diesen Markt mit minderwertigen Produkten, die nicht genügend kontrolliert werden. Zum Beispiel gigantische Unternehmen wie Shine und Temu, die sich einfach nicht an unsere Regeln halten. Und es kann nicht sein, dass Unternehmen, die von massiven Subventionierungen zu Hause, zum Beispiel in China, profitieren, dann auf unseren Binnenmarkt kommen mit ihren Produkten und unsere Firmen und gute Arbeitsplätze kaputt machen. Und damit das klar ist, wir sind offen für Handel, aber wir wollen fairen Handel, Regeln für alle, die dann auch gelten. Das muss unser Ziel sein, liebe Freunde. Und sonst setzen wir unsere Abwehrinstrumente ein. Und das gilt für die Messtechnik, genauso wie für die Biotechnologie, für die Windräder oder für die Medizinprodukte oder Elektromobilität. Das sind nämlich, liebe Freundinnen und Freunde, die Wachstumstreiber von morgen. Und diese Wachstumstreiber sollen hier zu Hause in Europa Wohlstand und Arbeitsplätze schaffen und eben nicht in China am anderen Ende der Seidenstraße. Wir setzen alles dran, unsere wirtschaftliche Stärke auf Zukunft auszurichten. Die Zukunft gehört den sauberen Technologien, und wir wissen, dass es keine wettbewerbsfähige Wirtschaft ohne Klimaschutz gibt. Aber es gibt eben auch keinen Klimaschutz ohne wettbewerbsfähige Wirtschaft. Und gleichzeitig, Sebastian Lechner hat es angesprochen, wollen wir unsere Natur schützen und den Klimawandel überwinden. Europa ist unvergleichlich. Hier haben wir das Steinbudermeer. Im Norden liegt das Weltnaturerbe Wattenmeer. Mit der Ostsee haben wir das größte Brackwassermeer der Welt. Im Süden haben wir die europäischen Tiefebenen und die großen Moore. Und Europa ist waldreich. Die mächtigen Nadelwälder im Norden und Osten, die letzten Urwälder von Eichen und Buchen in Mitteleuropa, die Korkeichenwälder in Südeuropa, alle diese Wälder arbeiten für uns. Sie binden Kohlenstoff, sie liefern Holz und andere Produkte, sie filtern Luft und Wasser. Und der Verlust dieser Natur würde nicht nur Millionen Menschen die Lebensgrundlage nehmen, er würde ihnen auch das Heimatgefühl nehmen. Und deshalb müssen wir Lösungen finden, unsere Natur zu bewahren.
Und wir brauchen langen Atem, auch wenn das Anstrengungen verlangt, auch wenn das kostet. Wir müssen wieder mehr in Frieden und Freiheit investieren. Denn der Preis, den wir zahlen müssten, wenn Russland die Ukraine ausradiert, wäre um ein Vielfaches höher. Europa muss mehr Geld in seine Verteidigung investieren, auch im Sinne der NATO. Wir müssen klüger gemeinsam investieren. Wir müssen vor allen Dingen in die Verteidigungsindustrie investieren. Und deshalb sind wir für eine europäische Verteidigungsunion. Deshalb werde ich im nächsten Mandat einen Verteidigungskommissar benennen. Wir wollen ein Europa, das sich verteidigen kann, denn wir wollen den Frieden auf unserem Kontinent bewahren. Ja, danke. Alle wissen, dass Schlepper und Schleuser ein Milliardengeschäft mit der illegalen Migration machen. Sie belügen die Menschen, sie rauben sie aus, sie setzen sie auf diese widerlichen Schlauchboote. Es ist allerhöchste Zeit, dass wir konsequenter gegen diese organisierte Kriminalität vorgehen. Und um es ganz klar zu sagen, wir haben unsere internationalen Verpflichtungen in der Vergangenheit erfüllt. Wir erfüllen sie heute und wir werden sie auch morgen erfüllen. Aber es sind wir, die Europäerinnen und Europäer, die darüber entscheiden, wer zu uns nach Europa kommt und unter welchen Umständen. Und nicht die Schleuser und Schlepper. Und deswegen bin ich nach Tunesien gereist, nach Mauretanien, nach Ägypten, ich war vor kurzem im Libanon. Solche Reisen sind nicht einfach, aber sie sind notwendig, wenn wir das perfide Geschäft der Schleuser an seinen Wurzeln bekämpfen wollen. Und mir geht es um ganz pragmatische Abkommen, um ganz konkrete Schritte, um gemeinsame Interessen und Perspektiven. Denn die können wir mit den Transit- und Herkunftsländern entwickeln. Da geht es ganz einfach zum Beispiel um Investitionen in Energie. Und das schafft Arbeitsplätze in diesen Ländern. Oder es geht um Investitionen in Bildung. Das ist für die junge Generation so wichtig. Und natürlich geht es auch um das Thema Migration. Und da geht es auf der einen Seite um legale und sichere Wege für diejenigen, die bei uns arbeiten wollen, die unsere Unternehmen suchen und die eine Bleibeperspektive haben. Aber umgekehrt geht es auch darum, dass Menschen zurückkehren, die keinen Anspruch auf Asyl bei uns hier haben.